Wie sieht's aus? Hier draußen ist nichts, Mann. Und selbst? Hier auch nichts. Weiter so. Ich sehe in diesem Bereich nach. Nein! Noch eine Buddel. Teile. Hier noch was? Ne, auch noch Flasche. Puh. Ah, eine Leiter. Schon. Dum, dum, dum. Den habe ich ja voll erwischt. Hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Also weiter. Sarah, take Dexter and Neville to your mom's. It's not safe here. John, don't worry. We take good care of her. Dum, dum, dum. Bleib da, okay? Klar, Joel. Ich geh nirgendwo hin. Ja, ja. Oh, Teile. Hey, ich hab noch einen Comic für dich. Akrizium. Daniela, Buch 6, okay. Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo die hungrigen Augen der Reisenden ihren Kampf bis auf den Tod beobachten. Wird sie ihre Gefühle für den Captain unterdrücken und um ihr eigenes Überleben kämpfen können? Tja, das erfahren wir in diesem Band.
110. Messermeister. Oh. Sehr geil. Kann ich mich als nächstes um die Gesundheit kümmern. Waffe aufpimpen. Wieder raus, die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Ein Firefly-Anhänger. Colby Reed. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikationen halten einen Treffer länger. Sehr geil. Um Knoten geht's hier. Nein, Kuppelstein. Hm? Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... schon gut, Joel. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Habe ich damit eine Chance? Okay. Als ich dachte. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Lieb. Ja. Bester! Na also. Gehen wir. Na komm, geht doch. Mal hier ums Eck. Ist auch so prädestiniert für Teile. Das sag ich doch.
Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Na, endlich. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Man hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Er ist tot. Die ganze Crew. Alle 76. Ich hab sie getötet. Geht außen rum. Okay. Verdammt. Okay. Ich dachte, ich hätte da auch. Ja, ja. Mehr erwischt. Geh in diesen Bereich nach. Geh nach da drüben. Wo ist dieser Typ, verdammt? Hier ist nichts zu looten. Da ist was zu looten.